Hello. Anlass für dieses Video ist übrigens, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ganz viele so zum Umstieg in die Uni sich spätestens mal umgucken, ob sie einen Laptop oder ein Tablet nutzen möchten. Ich habe auch einige Unboxing-Videos zum iPad online, also falls ihr da irgendwie Lust drauf habt, verlinke ich euch die gerne in der Infobox. Ich habe generell relativ viel auch nächstes Jahr zum Thema Tech Productivity geplant, also abonniert gerne, falls euch das generell interessiert. Aber es gibt auch bei Apple so eine Riesenauswahl an verschiedensten Produkten, dass man, glaube ich, gar nicht so genau weiß, okay, was passt jetzt für mich, wo passt für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich gucke da immer vorher Unboxing-Videos, deshalb glaube ich, viele Leute sind da ähnlich und dachte, das Video hier passt ganz gut in die Vlogmas-Reihe. Ich mache nämlich momentan täglich Videos. Ich bin ein bisschen verrückt. Das MacBook kam gestern mit der Post an und ich habe dann extra gewartet, um das Video mit euch zusammen zu drehen, weil ich das eben mag, wenn dann alles so ganz frisch ausgepackt wird. Ich habe das bei Grover bestellt, alles selbst bezahlt, also nichts davon ist irgendwie gesponsert oder Werbung oder so in diesem Video hier. So. Einmal so die Basic-Infos zu diesem MacBook hier. Also es ist ein MacBook Pro. Das hat 13 Zoll und 512 GB Speicher. Und, was ich richtig cool finde, es hat diesen M1-Chip und so einen Touchbar. Und da bin ich schon richtig gespannt. Geholt habe ich das MacBook bei Grover. Das ist keine bezahlte Werbung. Man kann sich bei Grover Technik mieten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwo mir nicht sicher war, ob es sich wirklich lohnt, ein MacBook zu kaufen. Da kommen ja auch super oft neue Modelle raus. Und ich fand das Modell nachhaltiger. Deshalb habe ich es mir halt da bestellt. Also, hier haben wir das MacBook noch in der Folie drin. Und das hier war jetzt der Boxinhalt. Da ist einmal dieses USB-C-Kabel drinnen. Also da hat man eben zwei so USB-C-Anschlüsse, kein USB-Anschluss mehr. Ist ganz schön schwierig mit einer Hand. Das hier sind Bedienungsanleitungen. Hier ist einmal die Bedienungsanleitung bzw. so generelle Infos drinnen. Dann haben wir hier natürlich die Apple Sticker. Und dann haben wir hier den Ladestecker. Ich habe mich für das typische Silber als Farbe entschieden. Es hätte auch noch die Variante Space Gray gegeben, also dieses dunklere, aber irgendwie finde ich dieses helle Silber ein bisschen schöner. Drücke die Eingabetaste, um Deutsch als Standardsprache zu verwenden. Touch ID bereit. Okay, man kann die Touch ID sogar nutzen, um dann mit Apple Pay zu bezahlen. Das ist ganz schön fancy. Oh ne. Wir wollen keine Karte hinzufügen. Okay, das Rädchen hier unten ist am Drehen, also es kann nicht mehr lange dauern. Ich freue mich schon richtig drauf, das alles aufzusetzen. Also so sieht das jetzt alles erstmal aus, ein bisschen langweilig. Und ich glaube, das Erste, was ich mache, ist den Hintergrund ändern. Hier unten habe ich jetzt so diese ganzen Basic-Programme. Ich muss mir jetzt erstmal Canva runterladen oder wir gehen generell erstmal in den App Store. Das hier ist die Touchbar, also hier haben wir eine ganz normale Escape-Taste. Da wird jetzt Abbrechen und Anmelden angezeigt, weil ich gerade im Anmeldemodus bin. Und hier kann man jetzt alles Mögliche anklicken. Wie cool ist das denn bitte? Dann haben wir hier noch die Helligkeit. Wie cool. Okay, dann können wir noch die Lautstärke ändern. Komplett muten und da kann man Siri aktivieren, aber das mache ich jetzt nicht. Und hier ist einfach die Touch-ID. Richtig, richtig nice. Dann haben wir hier noch so ein Symbol. Da kann man irgendwie sich alle Fenster anzeigen lassen, die man gerade offen hat. Dann dieses Loungepad hier. Helligkeit. Ah, das ist die Helligkeit
vom... Hier, jetzt könnt ihr es sehen, von der Tastatur. Richtig cool. Dann können wir hier Lieder abspielen. Ich glaube, ich habe noch... Ja, ich habe keine drauf, das geht jetzt nicht. Aber... Ups. Okay, jetzt öffnet sich's. Wir wollen es nicht. Ich bin Spotify-Nutzer. Also hier haben wir alle möglichen Tasten für Musik. Und hier nochmal Lautstärke. Mega nice. Ich habe mich jetzt hier unten mal in den App Store eingeloggt. Und dann kann man hier auf Updates gehen. Und eigentlich müsste ich doch. Hier kann ich jetzt alle Apps sehen, die am Mac verfügbar sind. Und kann mir die runterladen. Wir machen mal Excel, Notion. Dann das hier brauche ich eigentlich alles nicht. Final Cut, das ist mein Schnittprogramm. Das brauchen wir natürlich auch unbedingt. GoodNotes, damit mache ich meine Notizen für die Uni und plan eigentlich generell da viel. Was mir jetzt auf jeden Fall direkt auffällt, was hier fehlt, ist Google Chrome. Ich nutze als Browser immer Google Chrome. Meine Kamera ist zwischendrin abgebrochen. Ich habe mir jetzt Google Chrome runtergeladen. Außerdem Remnote. Remnote ist das Programm, womit ich meine Karteikarten und meine Zusammenfassung für die Uni erstelle. iOS-App gibt es leider noch nicht, deshalb nutze ich es eben jetzt nur am Mac. Dann habe ich mir Canva runtergeladen. Canva ist das Grafikdesign-Programm, in dem mache ich all meine Designs für Instagram und auch meine Produkte designe ich da drin. Und jetzt bin ich gerade dabei, Adobe Lightroom runterzuladen. Das ist die App, in der ich meine Bilder bearbeite für Instagram. Herunterladen. Erstmal mache ich Google Chrome zu meinem Hauptbrowser. Man kann in Google Chrome einfach so viele coole Erweiterungen machen, gerade für die Uni oder auch fürs Arbeiten und so. Also sehr viele Produktivitätserweiterungen. Ich habe jetzt mal das Profil angepasst. Da kann man nämlich hier so Farben vergeben, Namen anpassen. Man kann hier auch so ganz viele Bilder. Ich gebe euch einfach mal nur so einen kurzen Überblick über alle Erweiterungen, die ich habe. Ich bin da teilweise auch schon mal ein bisschen detaillierter drauf eingegangen. Die hier finde ich richtig cool. Zeige ich euch mal. Dann hat man hier so einen Bildschirm. Gehen wir mal ein. Sophie. Und dann sieht das hier so aus. Richtig, richtig schön. Man kann hier dann auch unten so To-Dos einfügen. Das mache ich eigentlich nie, aber kann man machen. Hier oben kann man auch nach allem Möglichen suchen. Und man hat dann immer so ein schönes Bild. Ich wollte euch kurz zeigen, wie ihr die Touchbar sogar customizen könnt. Das heißt, wir gehen hier mit der Maus runter. Und das hier zum Beispiel brauche ich nicht. Was ich aber richtig cool fände, gerade für Videos zum Beispiel, ist Bildschirmfoto. Das ziehen wir deshalb runter. Mission Control brauche ich auch nicht. So, hoch, weg damit. Diese App-Anzeige brauche ich auch nicht. Tastaturhelligkeit lassen wir so, wie es ist. Das fügen wir noch hinzu. Und das schieben wir dann, glaube ich, hier hin. Da passt das ganz gut, finde ich. Und den schieben wir hier nach rechts. Ich bin jetzt gerade dabei, mir einen Desktop-Hintergrund zu erstellen und bin da auf Canva unterwegs. Und da gibt es relativ viele so Hintergründe, die man sich dann so schön zusammenstellen kann. Ich muss da jetzt mal eine Vorlage finden, die mir gefällt. Ich zeige euch jetzt gleich noch, wie ich das MacBook jetzt so aufgesetzt habe. Ich habe da ein paar richtig süße Sachen erstellt. Außerdem habe ich mir so eine Schutzhülle geholt. Also die ist jetzt noch nicht drauf. Ich habe mir so einen Case geholt, so ein Hardcase, weil ich möchte hier keine Kratzer dran bekommen. Außerdem ist das ja auch nur gemietet. Das heißt, ich darf das auch nicht beschädigt zurückgeben oder so. Und genau. Ansonsten muss ich mal schauen, weil das MacBook hat hier außen nur einen USB-C-Anschluss. Und das ist ein bisschen kacke, wenn ich zum Beispiel von einer Speicherkarte oder so Sachen importieren will. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall noch einen Adapter holen. Da gibt es einige Adapter, die gehen dann meistens in beide von diesen Anschlüssen rein, dass das stabiler ist. Das muss ich mir noch holen. Das heißt, das solltet ihr auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn ihr euch fürs MacBook entscheidet, dass das halt leider seitdem die das hier gemacht haben, keine Ahnung warum, quasi nicht mehr kompatibel ist mit ganz, ganz vielen Sachen. Hier an der Seite
ich weiß nicht, ob es sehen könnt, doch. Ist aber immerhin noch so ein normaler Slot für Kopfhörer, also für diese normalen Kopfhörer. Und dann würde ich mal sagen, zeige ich euch jetzt, wie ich das Ganze eingerichtet habe. Also, ich habe hier einmal diesen Desktop-Hintergrund, den habe ich euch gezeigt, den habe ich bei Canva erstellt. Ich kann mal gucken, ob ich euch den irgendwie veröffentlichen kann. Man kann hier nämlich, also ich habe so ein paar Vorlagen mir runtergeladen und habe dann die hier quasi so ein bisschen mit Pinterest-Bildern verfeinert und habe eigentlich an der Vorlage nichts geändert. Ich habe hier nur Uni hingeschrieben. Also das hier ist so mein Videobearbeitungsprogramm. Das ziehen wir, glaube ich, mal hier hin. Da passt das ganz schön. Und dann habe ich hier alle Sachen aufgelistet, die ich wirklich nutze. Den Rest der Apps habe ich einfach gelöscht, beziehungsweise aus dem Dock entfernt, weil die brauche ich hier nicht ständig haben. Wir haben hier einmal Google Chrome, was ich installiert habe. Dann haben wir ganz normal Mail. Dann Notion. Notion ist quasi die App, mit der ich so literally mein ganzes Leben plane. Also jetzt nicht wirklich kalendermäßig planen, aber einfach so wirklich Projekte. Und ich liebe Notion. Ich habe da zum Beispiel meine Uni-Sachen abgelegt. Dann habe ich unsere gemeinsame YouTube-Videoreihe hier drin geplant. Vlogmas habe ich da drin geplant. Dann habe ich zum Beispiel hier Vorlagen drinnen von einer meiner liebsten YouTuberinnen, die heißt Michelle B. Und die hat so ein komplettes, also die ist wirklich die Queen of Notion. Und sie hat halt so ein Template, was man kaufen kann, wo man sich dann alles Mögliche draus runterladen kann. Und das hier benutze ich zum Beispiel auch, um meinen Alltag so ein bisschen zu planen. Ich finde diese Sachen so unfassbar cool. Also ihr könnt mit Notion so viel machen. Ihr könnt alle möglichen Projekte hinterlegen. Ihr könnt euch so Tageschecklisten machen. Und wie gesagt, ich habe zu Notion einige Videos online, das heißt, falls euch das interessiert, schaut da super gerne vorbei. Da habe ich euch zum Beispiel auch meine Uni-Workspace-Vorlage hinterlegt. Das heißt, das so wie das ausschaut, könnt ihr dann für euch auch anpassen. Dann haben wir Fotos, Remnote. Remnote habe ich euch vorhin schon ein bisschen gezeigt. Da ploppt das hier oben auf. Ich glaube, das ziehe ich jetzt einfach hier hin, weil scheinbar kann ich es eh nicht aus dem Dock löschen. In Remnote habe ich alle möglichen Sachen für die Uni abgelegt. Man kann es dann hier so ausklappen und dann kann man quasi hier überall so eine Karteikarte dazu schreiben, mit dem man einfach zwei von diesen Strichen hier macht. Also zweimal diese Klammer. Und dann kann man hier Test schreiben. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch hier draufklicken und dann wäre das hier die Vorderseite der Karteikarte und das hier die Rückseite. Das ist eigentlich ganz praktisch. Dann habe ich hier FaceTime, den Kalender. In der Kalender-App plane ich einfach alles. Also ich nutze eigentlich immer den normalen Apple-Kalender, dann Notizen. Dann haben wir hier Canva, das habe ich euch ja gerade schon ein bisschen gezeigt. Spotify, Final Cut, dann Lightroom. In Lightroom bearbeite ich meine Bilder für Instagram. Das heißt, das synchronisiert sich auch die ganze Zeit. Und das hier waren jetzt die Bilder, die ich für das letzte Video gemacht habe. Und zwar für die weihnachtliche Wohnungstour von unserer Wohnung hier. Also falls euch das interessiert, schaut euch das super gerne an und abonniert sehr gerne. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das hier habe ich mir noch installiert. Das ist so dieser typische TikTok Flip-Clock Bildschirmschoner, den ihr bestimmt alle schon mal in TikToks gesehen habt oder vielleicht auch in YouTube-Videos. Den kann man sich super easy holen. Ich zeige euch das mal eben. Und zwar suchen wir hier nach Flicklo. Und hier kann man das Ganze dann, glaube ich, schon downloaden. Genau, also wenn ihr auf diese Striche geht, könnt ihr entweder die mobile App oder den Screensaver runterladen. Und ich habe mir einfach die Mac-Version geholt, die ist auch kostenlos. Und dann müsst ihr das Ganze nur in euren Einstellungen quasi bei Bildschirmschoner hinterlegen. Hier gibt es ganz viele andere Möglichkeiten für Bildschirmschoner. Ihr könntet auch so eine schöne Diashow machen. Und dann unten ist eben Flicklo. Das müsst ihr dann nur noch aktivieren und dann, ja, ist das euer Bildschirmschoner. Das finde ich sehr, sehr cool. Falls ihr noch Fragen habt, kommentiert sie super gerne und dann versuche ich die Fragen so gut es geht, wenn es nicht zu krass technisch ist, zu beantworten. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Unboxing gefallen, um so ein bisschen einzuschätzen, ja, was das richtige MacBook für euch ist oder ob ihr überhaupt ein MacBook euch holen wollt. Ich habe euch in der Infobox die iPad-Videos von mir verlinkt beziehungsweise meine komplette Technik-Playlist. Und falls euch Tech-Productivity oder generell das Thema gesunde Produktivität interessiert, würde ich mich riesig über ein Abo von euch freuen. Ich verlinke euch in der Endcard auch das letzte Vlogmas-Video, also die Wohnungstour, die ich angesprochen habe. Und ich freue mich einfach, wenn wir uns im nächsten Vlogmas-Video wiedersehen.